Wir haben hier eine Steinwüste. Ja. Waren wir da drüben schon an dem Sandding? Ich habe irgendwie das Gefühl, wir haben so viel verpasst von der ganzen Karte. An so vielen Ecken und Enden waren wir noch gar nicht. Toll, ich wollte da nicht runter. Nein, ich will da nicht runter. Wir waren an so vielen Orten noch gar nicht, gell? Ja. An den ganzen Küsten waren wir noch gar nicht. Ist kurz bei uns, alles ich neu. Ich habe da noch was gesehen. Ich denke, ich habe da noch was gehabt. Wo bist du? Ach, da. Vor allem, hier ist eine Steinwüste. Drüben haben wir ja auch noch eine Steinwüste, gell? Wenn man zu dem Gebiet kommt mit dieser flachen, oder mit diesem Tal, wenn man zu dem Talgebiet kommt. 17.20 Uhr, der Tag ist heute irgendwie vorbeigeblasen. Ja. Yep. Und wo ist jetzt deine Insel mit den Flüssen, die ich da drüben, oder? Ich denke da hinten, das ist auch sehr steinig und so weiter. Ich habe mir gedacht, wenn wir, dass wir das den Wolkenkratzer lieber da hier hin bauen, weißt du, so eine Art. Ja. Ja, können wir machen. Stadtleuchtturm in der Art, ich weiß nicht. Ja, komm mal. Ist eine gute Idee. Schöne, nette Idee. Nur aus was machen wir jetzt? Machen wir es einen Holzwolkenkratzer? Oder machen wir doch lieber so eine Art Beton? Naja. Vielleicht sollte man mal wirklich zur Abwechslung Beton nehmen, oder? Aber Beton ist ja schwer herzustellen. So Quarz und Beton, so weißt du, oder? Ja, ja, aber Holz ist halt billig. Und ja, also Holz ein Wagenkratzer, weil er auch teilweise aus Glas ist. Das ist auch was Schönes, oder? Ja, das schon. Ich stell mal vor, Wolkenkratzer eigentlich hauptsächlich aus Glas oder größtenteils. So riesige Glasfront und halt nur diese Zwischenstreben sind. Man kann sagen, es hat eine Holzfassade, obwohl es eigentlich wirklich komplett aus Holz ist. Ja, aber schau mal, man könnte es doch so machen. Das Grundgerüst, Beton, diese Querstreben und so weiter, Beton und halt dann diese Fassaden und diese Zwischenwände, Holz und dann halt die Scheiben aus Glas. Ist ja eine Scheibe. Ich habe es immer wieder von oben gesehen und so weiter, weshalb ich gar nicht. Wir sind hier drüben. Schau, stopp, wenn du hier stehen bleibst, mal zurückschaust, gell? Dann siehst du da einen Berg, einen Schlitz. Ich muss nur kurz mal die Form mir bemerken. So, ich muss mal die Form der Insel sehen, das ist es, weißt du? Hier waren wir schon. Ah, das sind drei Fackeln. Ja, das war einfach so der Weg zur. Wie das aussieht. Stell dir mal vor, du stehst jetzt hier. Schaust zum Berg zu uns und der gesamte Berg hat einfach so einen Schlitz dazwischendurch. Ja. Und das sind nur ganz billige drei Holzpfosten. Das sieht, keine Ahnung. Aber der Berg ist schon schön. 3, 4, 5, 6 Holzpfosten. Oh, die Sonne geht unter. Oh, hier sieht es eigentlich schön aus. Aber ich ging ganz schön schnell runter, wegen dem Berg da drüben. Sollen wir den. Schau mal, der Berg, der ist mir ein Dorn im Auge, der da vorne ist, gell? Der verdeckt die Sonne. Sollen wir den abbauen? Nee. Okay, dann nicht. Wollen wir zurückkehren? Ich denke, es wird Zeit zu beenden. Ja, ich glaube. Schon. Und dann sich bei der nächsten Aufnahme mehr Inspiration herholen lassen. Ja. Also weiß ich nicht, was so könnten wir vielleicht in der nächsten Folge, in der nächsten Session aufnehmen, bauen. Sollen wir den Wolkenkratzer anfangen? Sollen wir unten Farm weitermachen? Die Farm würde ich eher weitermachen, aber dann mit mehr Inspiration. Denn momentan ist die Inspiration gerade leergelaufen. Ich muss nachtanken. Ja, das Komische ist immer, baut man außerhalb der Aufnahme, hat man irgendwie mehr Lust als in der Aufnahme. Ich weiß nicht. Oder man macht mehr, weil man halt mehr Zeit hat. Nicht das Gefühl hat, ich muss unbedingt was in dieser Folge jetzt bringen. Was man aber gar nicht muss. Ich denke mal, man kann so locker sehen außerhalb der Aufnahme und so weiter. Kann man sagen, ach, ich bin nur kurz mal drauf, werde ich ja nur so 5 Minuten sein. Bam. Eine Stunde. Ja. Ich glaube, wir sollten. Du hast mir gerade da was zugebaut, richtig? Alter, was ist das hier? Da war ein Kürbis und ein Slab hier in der Tür. Ich habe ein Slab hier hingebaut. War ich nicht.
Was wollte ich sagen? Vielleicht sollten wir mal wirklich in Zukunft, wenn wir mal kurz drauf sind auf dem Server, gell? Zum Beispiel zusammen oder alleine, einfach die Aufnahmetaste drücken, dann am Anfang halt sagen, hallo und herzlich willkommen oder sonst irgendwas, seine Begrüßung, vielleicht noch halt was, irgendwas, ja, ich werde mal kurz hier bauen und sonstige Sachen und dann wird es halt doch eine Stunde, hat man halt eine Stunde Aufnahme. Gehen wir mal zum Ufer und gucken mal, das wird alles von anderen Welt aus. Können wir gerne machen. Ich finde das ist gut, dass du ein Tunnel hier gemacht hast. Oh, ich sehe dein Gesicht. Aber der Tunnel ist auch noch professorisch. Den habe ich auch schon vor, ich weiß gar nicht wann gebaut. Bin oben. Zu gleich schnell. Ich war schon ein paar Minuten. Nee, ich war schon ein bisschen früher oben. Ach so, ja. Hast jetzt gerade 5 Minuten auf mich gewartet. Also ich kann... Ja, aber ich muss und kann sagen, das, was du jetzt da oben drauf gebaut hast, ist nochmal so eine kleine schöne Abwechslung. Jetzt ist nicht so ein ganz flaches Dach, sondern da ist so ein bisschen Bewegung drin. Mhm. Abwechslung. Muss noch fertig werden. Ja. Und wo soll ich hinschauen, wo wir was gebaut haben? Wo wir gerade waren. Achso, ja, wir waren ja da drüben. Ja. In dem ganzen Gebiet. Aber ich würde wirklich liebend gerne da drüben irgendwas hinbauen. Weil da wollten wir ja nur irgendwas hinbauen, wenn die 1.13 da ist, wegen dem Meer und so weiter da hinten, gell, dass dann in der 1.13 als weiter generiert wird. Und jetzt hätte man eigentlich die Möglichkeit, da drüben irgendwas, weil es ist eigentlich schon schön, da drüben waren wir eigentlich noch nie, oder? Also wir waren schon mal da drüben, aber nicht ganz weit da drüben. Mhm. Wir sind eigentlich, schau mal, wenn man es eigentlich genau sieht, dann sind wir eigentlich bis jetzt nur in diese Richtungen gelaufen. Da hinten hin. Die hier. Genau, eigentlich noch nie so weit. In die sind wir dann auch schon mal. Das wir auf die nächste Folge machen, wir laufen in die Richtung. Ja, das ist eigentlich eine sehr gute Idee. Weil wir sind ja eigentlich nur bis zu den Dörfern da drüben hingelaufen und weiter sind wir eigentlich auch noch nie gelaufen. Dann können wir eigentlich vielleicht eine... Sag mal, siehst du meinen Namen auch im Schatten? Achso, da stehst du? Ja. Wow. Das ist ein wirklich physikalisches Ding da, oder? Das finde ich... Warte, komm mal nochmal her, stell dich mal hin. Und zwar möchte ich sehen, wenn ich jetzt hier rumlaufe. Okay, jetzt ist dein Name ganz komisch, aber wenn ich von hier drauf schaue, dann ist er wunderschön. Kann ich das nochmal aussehen? Ja, der ist so. Aber wenn du zum Beispiel hier dann neben mir stehst oder so, dann ist er halt so. Ja. Also es kann sein, dass ihr wirklich die, wie nennen wir das nochmal, die Sonnenreflexion, den Schatten und so weiter... der Sonne zugewiesen hat. Basierend auf dem Blickwinkel macht, ja? Ja. Basierend im Blickwinkel und der Sonne zugewiesen haben, denn mir ist aufgefallen, in den Höhlen gibt es keine Shader-Bugs mehr, keine Licht-Bugs mehr, der die Sonne nicht reinkommt. Das finde ich gut. Also okay, wie viele Minuten sind wir gerade? Wir sind gerade 1,59. 1,50. 1,50? Ne, 2 Stunden 50. Also ich weiß nicht. Mal vor dem Schluss. Jetzt okay. Machen wir einfach so. Ich weiß nicht, noch die 10 Minuten aushalten, das, naja, wird dann entweder eine längere Folge oder eine kürzere Folge, je nachdem. Egal, ich kann da 10 Minuten Werbung reinmachen, oder? Die Folge, dann passt es auch. Okay, auf jeden Fall, ich verabschiede mich persönlich schon mal und so weiter. Du kannst weitermachen, wie du willst und so weiter, aber ich gehe heute jetzt mal. Ja, ich werde mir jetzt auch gehen. Ich bin auch fertig und ich habe Hunger. Ich esse jetzt erstmal was. Also wenn ihr die Folge gesehen habt, wenn ihr Hunger habt, dann könnt ihr auch mal was essen gehen. Nicht, dass ihr noch vor dem PC verhungert. Das wäre nicht ganz so gut, weil wir sind nicht versichert gegen Todesfälle. Ich habe das Gefühl, in letzter Zeit werde ich immer öfters hungriger als vorher irgendwie. Ich auch, das ist irgendwie merkwürdig. Naja, aber in dem Sinne oder... Vorher, früher und so, da konnte ich eine ganz lange aufmachen. Und komm, aber irgendwie werde ich jetzt fast bei jeder Aufnahme hungrig. Weißt du, müssen wir dann einführen, gell? Wenn wir dann sozusagen bei 1 Stunde 30 oder bei 2 Stunden angelangt sind, wird automatisch der Pizzadienst angerufen. Und danach dann auf der anderen Ding-Dong, ihre Pizza. Ja.
Oh, das ist ja schön. Auf einmal Pilze. Ja, das wäre eine Idee, aber. Oh Mann. So, ob wir also eine Art Watches Plugin nur zuschreiben, so. Nach drei Stunden Aufnahme bei OBS schickt OBS automatisch eine Bestellung ab. Oh Gott, das wäre nicht sehr gut. So oft wie wir dann aufnehmen. Ah. Oh. Stell dir mal vor, wir nehmen den ganzen Tag auf. Dann kommt da bestimmt. Keine Ahnung. 6-mal vorbei, 8-mal vorbei. Also dann. Ja. Daher würde ich gerne sagen, Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge, bis zur nächsten Aufnahme. Seht ihr dann wieder bei Valentin auf dem Kanal. Könnt ihr da mal vorbeizwitschern und dort die vergangenen Folgen und auch die kommenden Folgen anschauen. Und ihr werdet es machen, auch wenn ihr es nicht möchtet. Da geht LPMT dann nämlich in der zweiten Runde weiter. Immer nach mir und nach ihm bei mir. Deswegen Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Und wow, ja, dein Kopf sieht wirklich genial aus. Ich wollte schon immer wissen, wie dein Kopf aussieht. Da ist, ich will jetzt Falsches sagen, aber da war nichts drin. Also da war wirklich nichts drin. Es war leer. Leer und warm. Was ich aber ein bisschen... Autsch. dazu sage ich einfach mal gar nichts. Ich kann nur eines auch sagen. Danke fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Und bye, tschüss. Bye. Immerhin bist du nicht gestorben. Also, nee, ich meine, immerhin bin ich nicht gestorben. Mann. Also, du bist schon gestorben. Leider habe ich jetzt nicht gesehen, wie es wieder ein Konfetti-Konzept gab. Konzert. Ich kann gar nicht mehr reden. Die Aufnahme war zu lang. Essen. Da liegt doch überall was im Wasser, gell? Aufsammeln hier, dort, überall. Darfst du nicht vergessen. La, 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 la. Und auf so einem Stein liegt auch noch überall was. Oh, du siehst aus wie eine prima Ballerina. Wie eine Meerjungfrau. Schwimmst da rum, sammelst alles auf. Schwimm doch mal kurz im Wasser. Ah, das sieht wirklich wunderschön aus. Jetzt ertrinkt er. Der Plan war im Wasser zu landen. Tja, der hat aber nicht so ganz gut funktioniert. Willst du es wirklich nochmal probieren? Nein, ich will nur nach oben kommen. Ach so, ja gut. Für den gemeinsamen Start. Ja, für den gemeinsamen Start und auch für einen gemeinsamen Abschluss. Bye bye. Ja, und damit tschüss. Ah, schön diese Aufnahmen, gell? Sind immer schön. Ja. Okay, oh, Mann, heute... Aber ehrlich, es ist komisch. In letzter Zeit bekomme ich immer wieder Hunger, wenn ich aufnehme. Ja, das ist wirklich merkwürdig. Wir brauchen mal einen Hungerdoktor. Ich werde an... Habe ich mich an ein neues Essrhythmus gewöhnt oder was ist da passiert? Ich habe keine Ahnung. Während der Arbeit und so weiter, so, wenn wir mit der Prüfungspause einfach kurz mal zu Bäcker gehen, dann Mittagspause. Und dann nach der Mittagspause vielleicht noch was snacken, kleines. Aber ja, ich esse zu viel, das sehe ich schon an. Weiß ich nicht. So, gehe ich auch mal von Server runter?